Hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video im neuen Jahr und damit ein sehr verspätetes frohes neues Jahr noch an euch alle, weil wir uns bisher noch nicht wieder gesehen haben wahrscheinlich. Wir haben dieses Jahr ein richtig cooles neues Set zu Beginn und zwar sprechen wir hier von keinem anderen Set als von Zenith der Königin. Einfach ein letztes Sonderset aus der Schwert- und Schild-Ära, bevor uns das nagelneue Set Purpur und Karmesin aus der 9. Generation erwartet. Dieses Set wurde schon sehr, sehr, sehr gehypt und ich bin wirklich gespannt. Also ich habe natürlich die Karten gesehen, die Character Rares und holy shit, ich blende euch hier mal ein paar ein. Absolut insane Artworks, ich bin so gespannt. Ich hoffe, mein absoluter Wanted Pull ist Suicune, Raikou oder Entei. Am liebsten Suicune und natürlich die Goldkarten ist natürlich ganz klar. Aber wir schauen uns an, was wir Schönes in dieser Top-Trainer-Box finden. Wir haben eine wunderschöne Promo, Kartentrenner und Booster. Und wir gehen da rein, denn in Natura sieht es einfach besser aus. Natürlich wie immer dabei der Guide für Spieler, wo man hier alle Karten sehen kann, die in dem Set enthalten sind. Und hier haben wir diese wunderschöne Lucario-ETB. Ja, doch, ist recht simpel, aber Lucario ist ja bei vielen der Fan-Favorite. Ich habe Lucario nie sonderlich gefeiert, ich weiß nicht warum. Ist einfach nicht so mein Pokémon. In dieser Top-Trainer-Box haben wir natürlich wie immer wunderschöne Kartentrenner. Ich finde es sehr interessant mit den beiden Farbkombinationen, sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite, wie sie sich auch auf der Top-Trainer-Box wiederfindet. Selbstverständlich ein Batzen Energien und natürlich die altbekannten Beastar-Marker, Schadensmarker und die Würfel, die ich allerdings irgendwie gar nicht farblich so schön finde. Warum haben sie hier jetzt nicht auch einfach rote und blaue Würfel genommen? Versteh einer. Wir haben natürlich wieder Sleeves dabei mit einer goldenen Umrandung. Kommt leider gar nicht so rüber. So ist so ein bisschen goldglänzend. Wieder mal in matt. Oh, okay, das ist mal goldglänzend. Wir haben diese wunderschöne Vista-Promokarte. Wie findet ihr die Karte? Also, ich bin nicht so der richtige Fan von den Vista-Karten. Ich muss sagen, die sieht aber doch sehr, sehr stark aus. Aber was uns alle am meisten interessiert, sind die Booster aus Zenith der Könige. Und es ist, glaube ich, das allererste Mal so, wo wir ein Artwork haben, außer jetzt mit Ausnahme von Celebrations, wo wir nur ein oder zwei Pokémon drauf haben. Normalerweise haben wir immer verschiedene Artworks, aber hier einfach mal nur Summercenter und Sashin. Und weil wir lange auf dieses Set gewartet haben, gehen wir jetzt in das allererste Booster. Und ich sehe hier gerade, wir haben einfach ein goldenes Booster. So golden paper. Was ist so? Also, da meinten die nochmal richtig einen rausballern zu müssen. Wir gehen natürlich mit dem Kartentrick rein, haben eine Psychoenergie und ich bin so, bitte, ich wünsche mir so sehr. Wir werden noch ein paar mehr Booster von diesem Set öffnen. Ich habe jedes Produkt möchte ich sehen. Und ich bin wirklich, wirklich auf die Pullrate gespannt. Und ich hoffe, oh, Mann! Ja, ist das gut! First Pack Magic Entei! Oh, und ich sag's noch. Oh, ist die gut! Yes, 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 yes! Oh mein Gott, und dahinter haben wir noch ein Kokowai. Oh mein Gott, ist das eine wunderschöne Karte. Okay, ich bin durch. Hat sich jetzt schon gelohnt. Hat sich jetzt schon gelohnt, diese Top-Trainer-Box. Ich bin extra noch in die nächste Stadt gefahren, weil es ja leider zurzeit ziemlich viel Postschwierigkeiten gibt und meine Top-Trainer-Box, die ich bestellt hatte, nicht pünktlich angekommen ist. So dass ich extra jetzt nochmal in die Stadt gefahren bin, um mir diese Box zu holen. Und oh, Gott sei Dank habe ich das gemacht. Und ein Miltank Character. Ist das drollig? Oh mein Gott, was sind das für wunderschöne Karten? Und nochmal Dillion. Wir haben Autogramm von Dillion. Okay, die Karten habe ich noch nicht gesehen. Habt ihr was von dem Set bekommen, meine Lieben? 59,99 € habe ich für meine Top-Trainer-Box bezahlt. Das ist, soweit ich weiß, UVP. Ich habe sogar auch schon andere Boxen aus dem Set gefunden. Die Regiligi und Regidrago-Box sind ja auch online gekommen. Heute Release-Start. Und also da muss ich sagen, habe ich keinen Preisunterschied gemerkt. Die Preise sollen ja alle allgemein steigen. Aber dafür bekommen wir auch im Schnitt ein bisschen mehr Wolverock. Wobei, kann auch sein, dass ich gerade Infos durcheinander werfe. Kann auch sein, dass es erst mit Purpur und Karmesin steigt. Aber naja, wir schauen mal, was uns da erwarten wird.
wie sich das alles so verhält. So viel mehr extrem teurer sollte es auf jeden Fall nicht werden. Aber jetzt, wir haben noch ein paar Packs vor uns. Dieser Hyperball sieht auch echt stark aus. So gezeichnet, gepauscht. Galapantimos, Sonnkern, Smogon, ein super süßes Myrapla. Mulung. Oh, Shame in Reverse, aber schöne Karte. Und ein Volipurba. Oh mein Gott, ja. Für die Evoli-Sammlung. Schön. So, vorletztes Booster. Dann haben wir die letzte. Dann haben wir die Hälfte der ETB geschafft. Oh mein Gott. Ich werde auf jeden Fall noch das ein oder... Ich habe mir auf jeden Fall mehrere Top-Trainer-Boxen bestellt. Ich dachte gerade, Girafarik streckt die Zunge raus. Nein, es frisst einfach nur ein Blatt. Ein süßes Britzigel, Pokémon-Fänger. Gladiantri, Zirpuzel. Hä, was für starke Artworks. Pantimos, Sonnkern, Ignivor und ein gehäkeltes Relaxo. What? Nächstes Booster. Also, wie gesagt, wir werden auf jeden Fall hier auf diesem Kanal die Produkte alle anschauen. Ich habe alle bestellt. Ich hoffe, sie kommen auch alle. Und wie findet ihr dieses Set? Seid ihr... Oh, die können wir auch als Fuller ziehen. Das wird sehr, sehr wild, wenn das passiert. Ich bin ja nicht so der Trainer-Fan. Also ich sammle keine Trainer-Fullards oder so. Aber ist auf jeden Fall eine sehr schöne Karte. Oh, Yolu. Oh mein Gott. Was eine schöne Karte. Und nochmal ein Xerox. Wow, ich liebe die Character Rares jetzt schon. Vier Booster sind noch übrig und die sind echt gut zugeklebt. Also, meine Lieben, ich komme immer weg. Ich komme immer ab vom Thema, weil mich die Karten so ablenken. Was ist eure Lieblingskarte aus diesem Set und welche Boxen wollt ihr euch holen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Zaplalek, Rettungsbox, Energie zu gewinnen, Emolga, Libiskus, Plaudergei, Yanma, Riolun Reverse und ein Yanmega Non-Holo Rare. Drei Booster sind noch übrig. Oh, komm. Nochmal so eine normale Full Art. Also, ich bin ultra happy mit dem Entei. Versteht mich nicht falsch. Also, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Aber hey, die nehmen wir auf jeden Fall mit und die kommt in die Full Art-Sammlung. Aber nochmal so ein cooler Hit. Weil man auch sehr schön Karte. Würde ich nicht Nein zu sagen. Myrapla. Wuffels, wie es den Mond anheult. Und ein Glurak. Let's go. Vorletztes Booster aus dem ersten Video. Zenit der Könige. Ich bin aber ehrlich mit euch. Wir hatten eine unglaublich lange und schöne Schwert- und Schild-Ära. Also wir hatten Wahnsinns-Sets. Ich bin auf der einen Seite glücklich, dass es jetzt einen Abschluss gibt, dass wir jetzt in die nächste Generation starten. Ei, ein Bidiza nochmal hinterher. Ja, also die Character Rares, die ziehen wir en masse. Aber muss auch sein und sei da. Stark. Was ich sagen wollte, die Character Rares müssen in dieser Wahnsinns-Pullrate da sein. Dieses Set ist einfach immens groß. Und deswegen finde ich es sehr, sehr gut, dass wir hier einiges an Packluck haben. Ich frage mich, ob das allgemein bei dem Set jetzt so ein bisschen großzügiger gehalten worden ist. Aber wir werden es herausfinden. Last Pack Magic. Können wir nochmal eine Full Art ziehen? Pupanz. Galamauzi, das irgendwas Gruseliges gesehen hat. Energie zu gewinnen. Shinox. Wir ziehen nochmal! Holy, schaut euch die an. Ich kann nicht mehr. Oh, Suicune wäre jetzt noch... Suicune on top wäre jetzt noch crazy gewesen. Und nochmal ein Grillcheater, wie es da oben drauf. Oh mein Gott. Geile ETB. Kleines Recap zu dieser Top-Trainer-Box. Wir haben Seider und Dillion. Vor allem Dillion, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schöne Trainer-Holos. Glurak V... Fulipurba, Miltank, Riolu, Bidiza, Grillcheater Vista, tatsächlich nur eine Vista, was mich wundert. Und wir haben einfach zwei Character Fullards. Ich raste aus. Besser hätte diese Top-Trainer-Box nicht sein können. Das war doch mal ein starkes Video.
fürs Jahr 2023, um den Kanal wieder neu zu starten, meine Lieben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein kostenloses Abo da und ein Like, falls euch das Video gefallen hat. Und ich würde mich freuen, euch auch bei einem nächsten Video wieder willkommen heißen zu dürfen. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Set in die Kommentare. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und gute Puls. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.